Hallo und willkommen zurück zu Slime Ranger. Ich habe mir ein bisschen Kohle abgeschleppt. Ja, so 10.000. Nee, warte mal. 13.000 sind das. Oder bin ich gerade scheiße beim 10? Nein, es sind 13.000. Wir wollen nämlich das Labor uns holen. Erlaubt es dir, deine Karriere als unzensierter Amateur-Slime-Wissenschaftler zu beginnen? Warum bin ich unzensiert? Das ist nicht so toll. Slime-Wissenschaftler, du hast das Labor freigeschaltet. Eine besondere Range-Erweiterung, die es dir erlauben wird, mit der Hilfe von Slime-Wissenschaftsgeräte zu bauen. Wir gehen hinüber zur Scheune. Okay. Zeit zu bauen. Die Scheune enthält sämtliche Ausrüstung, die du brauchst, um damit zu beginnen, mit der Hilfe von Slime-Wissenschaftsgeräte herzustellen. Zu den Geräten gehören nützliche Hilfsmittel, die beim Erkunden hilfreich sind, Verteidigungstürme, Dekoration und mehr. Damit du Geräte herstellen kannst, brauchst du Ressourcen in deiner Raffinerie. Versuche mal, einen Plot in die Raffinerie zu schießen. Aber denk daran, jegliche Ressourcen, die du in die Raffinerie steckst, können nicht mehr entnommen werden. Ja, ist mir eigentlich egal. Okay, warte mal. Warte, nee, dann nehmen wir erstmal den Standardplot, weil wir wollen es ja jetzt nicht übertreiben. Wir wollen jetzt nicht mit den krassesten hier ankommen, sondern erstmal das sanfte Zeug. Gib mal euer Plot hier. Dankeschön, Leute. Ja, es 12 reichen. So. Damit du Geräte herstellen kannst, brauchst du... Ja, okay, das habe ich schon vorgelesen. So, bin ich mal gespannt, wie das dann hier wird. Zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Und jetzt? Ja, die Musik ist irgendwie gerade laggy. Der Baumeisterladen ermöglicht es dir, Baupläne zu kaufen. Zum Bau eines Gerätes ist immer ein Bauplan notwendig. Schau immer wieder mal in den Baumeisterladen, um nach neuen Bauplänen zu suchen. Ich werde mal kurz meine Kopfhörer neu verbinden, weil das laggt da gerade die ganze Zeit. So, hoffentlich laggt es jetzt nicht mehr. Okay, Bauplan soll ich jetzt hier reinklicken. Ah ne, das ist die Raffinerie, was ich alles schon reingepackt habe. Ach hier, muss ich hin. Ah! Hier Neulingspumpe, Neulingsbienenhaus, pinker Teleporter. Okay, kaufe ich einfach mal hier das erste. Ich will noch mehr kaufen. Und jetzt, wie kann ich das platzieren? Der Fabrikator. Sobald du einen Bauplan hast, erlaubt es dir, der Fabrikator unter Verwendung der Ressourcen in der Raffinerie Geräte zu bauen. Probier es aus. Okay. Ah, guck mal. Ich brauche hier aber noch Red Plot. Was habe ich hier noch? Den Teleporter, den ich gekauft habe. Dafür brauche ich solche Ressourcen. Aha, aha, aha. Gut, dann hole ich mal kurz Red Plot. Ich hoffe, ich habe noch welches. Ah, mit T kann ich dann die Geräte hier platzieren. Aha, nicht schlecht. Okay, gib mal dein Red her. Im Gerätemodus kannst du nicht saugen oder schießen, aber du kannst alle Bauplätze in der Welt sehen, auf denen du deine Geräte platzieren kannst. Sieh dich um. Ach, das ist überall. Ich dachte nur in der Ranch. Okay. Geräte platzieren. Wenn du einen Bauplatz gefunden hast, dann gehe nach nahe hin, um das Menü zu öffnen. Okay, warte mal. Lass uns erstmal hier einen Neulingsbohrer. Okay, den Rest kann ich schon nicht kaufen. Aha, aha. Und der wird jetzt hier gebaut, oder was? Muss ich jetzt noch warten, oder kann ich den schon platzieren? Warte, gucken wir mal kurz. Ah ne, ich kann den schon bauen. Dieses Gerät ist dauerhaft installiert, bis es zerstört wird. Ach so. Okay, es hat nur einen Zyklus. Oh, und da sehen wir auch. Dauert 11 Minuten.
Wissenschaftsunterricht bestanden. Das deckt die Grundlagen der Slime-Wissenschaft ab. Wirf einen Blick in die neue Slime-Wissenschaftssektion in deiner Simbrevia. Sie ist voll von nützlichen Informationen. Ja, ja, das ist alles cool, finde ich. Aber wir brauchen natürlich mehr Plot, damit wir da mehr Sachen bauen können. Weil ich glaube, das ist halt auch das Endgame. Das ganze Zeug zu bauen und dann die Teleporter noch zu bauen. Und die brauche ich auf jeden Fall, weil ich habe nicht immer Bock, dorthin zu laufen. So, deswegen gönne ich mir jetzt erstmal das ganze Zeug hier, damit ich meine hungrigen Slimes füttern kann. Boah, wenn die hier noch drin sind, dauert es echt ewig, bis ich die raus habe. So, einmal hier ein paar Pogo-Früchte. Ach, ihr seid schon happy. Egal, habt ihr schon ein bisschen was auf Lager? Ihr dann auch? Okay, aber ich habe schon gesehen, Knallplot brauche ich dafür auch. Also gönne ich mir ein bisschen Knallplot. Honigplot nehme ich auch mal für Sicherheit mit. Und Red Slime kann man auch nochmal mitnehmen. Also Red Plot, meine ich. Den kann man auch noch mitnehmen. Das schadet ja nicht. Oh, euch geht's so super, Alter. Ey, die haben wirklich beste Leben. Guck mal. Den geht's so happy. Die sind nicht mehr so aggressiv. Ach man, wäre das nicht mal wie bei mir. Okay, ihr braucht noch ein bisschen Futter. Ein bisschen Futter, ein bisschen Futter, kommt sofort, kein Problem. So, hier habt ihr euer Zeug. Okay, das kann ich auch mal mitnehmen zur Raffinerie. Gut. Haben wir schon mal schön viele Plots, die ich in die Raffinerie reintun kann. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Weil ich glaube nicht. Ich glaube, ich spreche das komplett falsch aus. So. Können wir jetzt uns damit was holen? Mir fehlt noch der Pink-Plot. Phosphor-Plot brauche ich auch noch. Und Meats-Plot. Okay, gehen wir mal schlafen und gucken mal, was der jetzt uns hier gebracht hat. Also bis gleich. Ich habe einen Schatzknacker bekommen. Erlaubt es dir, die Schlösser an einer normalen Kapsel zu knacken? Okay, warte. Das kostet ein bisschen mehr. Okay. Warte mal. Also ich brauche noch Meat Slimes. Meat Plot. Ich vergesse das immer wieder. So, und nach dem Plot am besten noch mitnehmen. So, euer Plot auch nochmal hier mitnehmen. Gut. Dingens. Phosphor Plot brauche ich auch noch schnell. Gib mal euer Plot. Ja, die Feinis. Da nehmen wir einfach mal so 45 Stück. Perfekt. Dann haben wir doch genug. Und dann werden wir mal gucken, was uns diese Pumpenstation uns gegeben hat. So, erstmal hier alles rein. So, können wir jetzt hier mal was kaufen? Da will ich jetzt erstmal eine neue Pumpe. Achso, das Bohrer, Pumpe und Bienenhaus. Okay, dann eine Pumpe und dann noch ein Bienenhaus. Warum nicht? Okay. Was hast du mir jetzt hier gegeben? Ah, er gibt mir hier die Rohstoffe. Klebersteine. Also so gleichzeitig solide und nachgiebig.
Und hier ist einer dieser Kapseln. Aber ich kann sie ja noch nicht öffnen, weil ich dieses Zeug nicht habe. Sam Fossil, wenn die Geschichte lächeln könnte, würde sie so aussehen. Okay, einfach alles hier rein. Und dann kaufe ich hier noch... Achso, ich brauche noch einen pinken Slime. Wir brauchen solches Zeug. Ich habe jetzt nichts davon geholt. Okay. Einmal hier rein. Aber das Bienenhaus ist doch besser, wenn man das in diesem grünen Gebiet platziert, oder? Oder bin ich gar blöd? Was weiß ich. Und hier kann man auch so Extras sich holen. Nice, nice, nice. Gut, und die laufen alle per Echtzeit. Das ist auch wichtig zu verstehen. Also muss ich immer wieder gucken. So, ihr seid sehr hungrig. Und ich will noch meine Dingenslimes. Wie heißt ihr nochmal? Die Quantenslimes, genau. Ich will euch nochmal hungrig machen, ja. Keine Sorge. Ihr müsst doch nicht so ausflippen. Hier mal kurz komplette alle Upgrades rein. Bam. Ihr kriegt Futter. Und dafür gebt ihr mir mal ein bisschen Plort, weil ich brauche für die neue Welt euer Plort. Deswegen frisst da mal. Jetzt habe ich Zähne. Ja, müsste passen. Müsste passen. Ach Gott, diese... Ja, ihr wollt mich verarschen. Nein, der hat mich nie verarscht. Okay, ich muss da sehr vorsichtig sein. Gut, wir gehen mal kurz zum neuen Gebiet. Wir sehen uns gleich wieder. So, diese Reise wird wohl weitergehen in die nächste Welt, glaube ich mal. Weil wenn wir hier runtergehen... Oh. Ja, ist gut, habe ich gesagt. Wir brauchen noch ein Key. Ja. Dann suchen wir mal einen guten Slime. Warte mal. Ich kenne einen Phosphor-Slime, der spawnt natürlich nur in der Nacht. Quaderbären, stimmt. Oder ich könnte hier einen mir holen. Der ist aber nur Fleisch, also nur Hühnchen. Oh, ich weiß nicht, wie viele Hühner die immer brauchen, diese Slimes. Ich glaube tatsächlich nicht viele, wenn ich von besonderen nehme. Ich habe aber auch nur Müll. Ich habe richtig wenig. Ich dachte, die brüten sich richtig viel aus, aber ne. Bei denen wird es nichts. Komm, weißt du was? Komm mal immer her. Ja. Gut, Leute, ich werde mal während der Reise hier noch ein paar Gockels und ein paar Hühnchen holen. Und wir werden mal gucken, ob das dann reicht für den großen Gordo-Slime. Bis gleich. So, nach 30 Jahren habe ich diesen Gordo-Slime gefunden. Und hoffentlich reicht diese Menge an Fleisch. Bitte. Komm schon. Ja, es reicht. Oh, danke. Und da ist der Schlüssel. Oh mein Gott, haben wir uns noch gerettet. Ey, ich habe wirklich jetzt 30 Minuten lang gefarmt. So, what the fuck? Oh nein, die Terra Slimes, Alter, die wollen mich jagen. Oh Gott, sie nehmen den Planeten ein. Ich muss da hoch, warte mal. Ich brauche erstmal den Schalter da umstellen. Hoppala. Und wieder rüber. Kurz warten, bis meine Energie wieder aufgefüllt ist. Ja, ihr Feinis. Ihr seht zwar sehr böse aus, aber es ist mir egal. Ihr seid trotzdem Feinis. Und ich hab's auch rüber geschafft. Gut. Ja, der Rest ist ja easy. Und ich glaube, man braucht nur 6 von den Quantenplots, damit wir in die nächste Welt kommen. So.
Und Slime-Schüsse. Ui. Ui. Oh, wieder alles im Dunkeln. Wollte ich nicht. Aber die Mucke ist geil. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Es sind nur fünf, okay. Dann sind es nur fünf. Ruin. Rein ins Portal. Glaswüste. Unter einer segenden Sonne beschwören regenbogenfarbene Giganten Schönheit und Gefahren heran. Oh, so eine Wüste. Oh, jetzt fühle ich mich verloren. Hallo? Oh, dich kennen wir nicht. Oh, du bist... Ach, stimmt. Dich kennen wir doch. Butterkaramellfarm, der Teleporter habe ich bekommen. Wer bist du? Derwischschleim. Was kann der denn? Am Tag dreht und wendet er sich und des Nachts wirbelt er rum. Ah, ja. Interessant. Weil ich, deren Essen noch nicht weiß, werde ich die mal mit den Quanten-Slimes mischen. Und am besten, wir gehen jetzt schon raus, weil meine Rohdatei bin ich jetzt schon bei 31 Minuten. Und wir haben auch genug gesehen. Also wir haben die neue Fabrik da gesehen. Und jetzt halt auch diese neue Welt. Hä? Nein, ich will raus hier. Ich will nie nochmal da rein. Also können wir später, wenn es tags ist, machen. Aber jetzt nicht in dieser Folge. Erst in einer anderen. So, wieder hier rauf hier. Zack, zack. Und hier hoch. Ah, back to normal. Gut. Ihr seid noch ziemlich alleine, deswegen kommen noch zwei Freunde hinzu. Hey, ihr seid echt gemein. Lass mal die anderen Früchte, weil die gehören euch nicht. So, futtert. Und ihr Derwischschleim, isst mal den Plot von den anderen. Bitte. Cool, Leute. Aber dann war es das erstmal. Oh, da seht ihr es. Das war's erstmal mit der Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.